Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und ja, letzte Runde, Folge, sind wir ein bisschen in Bedrängnis gekommen. Also hier ist schon mal eine wunderschöne neue Armee, hier ist eine ganz nette Armee, die uns angegriffen hat und hier ist auch eine coole Armee und hier sind auch coole Armeen. Ja, also. Ich werde aber trotzdem mit der jetzt nach da gehen. Ich belagere das. Die da wird dann sehr sicher fallen. Ja, der hat hier schon eine Armee aufgebaut. Mit der werde ich hier an Land gehen und dann nächste Runde Salamis erobern. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Also das ist die schwierigste Schlacht, weil der relativ groß ist. Aber wenn ich die zusammentreibe, dann ist es eigentlich. Der kommt sogar raus. Ach, sieh mal einer an. Der kommt raus. Ja, macht auf jeden Fall für ihn sehr viel Sinn. Ich könnte versuchen, ihn. Also, wobei, nee, er greift ja an. Also ich habe gerade überlegt, ob ich ihn so angreife, dass die Schlacht hier passiert. Und dass ich. Warte, ich mach mal kurz die Karte. Meine Intention war, dass seine Hauptarmee hier drin ist. Und das wäre ziemlich schlecht für ihn. Weil dann könnte ich ihn hier. Warte. Dann könnte ich ihn hier einkreisen. Und im Wald sind die Kämpfer nicht ganz so aktiv. Also mit Kämpfer meine ich natürlich. Die Kavallerie, die ist nicht sehr stark im Wald, beziehungsweise sie hat halt sehr große Mali. Okay, der hat sich relativ gleichmäßig aufgeteilt. Also 3-3. Bogenschützen hier, Bogenschützen da. Kavallerie hier am, also hinten, okay. Gut. Ich werde mal probieren. Ah, hier habe ich auch noch die Kataphrakten. Kataphrakte. Okay. Ah, ne, okay. Kataphrakte. Die hole ich mir hier rüber. Die Agema. Agema hau ich hier hin. Die bleiben. Warte, ne. Ich werde schön aufgereiht haben. So. So gut. Na komm. So. Also die ganze Infanterie ist sehr, sehr einfach. Das ist kein Problem. Aber die Kavallerie wird interessant. Okay, der hat auch Kataphrakte. Persische Kavallerie überall. Und Bogenschützen, okay.
Ich würde die Elefanten sogar in den Wald schicken. Und die hier raus. Warte, ich mach mal normale Geschwindigkeit. Die kommen hier hin, die kommen dahin. Und die kommen auch außen hin. Okay. Aber bitte langsam. Okay. Ah, nee, ja, okay, das war idiotisch, weil die Elefanten sind im Wald nämlich auch nicht geschützt. Die ist nämlich da auch nicht geschützt. Okay, kurze Pause. Ich muss erstmal schauen, was der macht. So, okay, also er kommt. Er macht hier ein Ausfall. Also die da fallen aus, die da fallen aus. Und hier, die da wollen wahrscheinlich so hin. Könnte ich mir vorstellen. Okay, ich will. Also, ja, also was ich jetzt versuche, ist, also der geht, glaube ich, auch Richtung da, was nicht gut ist. Aber wenn die hierhin sich stellen, dann werde ich versuchen, mit denen und mit denen und mit denen die einzukreisen. Hier kann ich das leider nicht machen, aber schon ein bisschen versuchen, die einzukesseln, damit ich sie schnappe. Gut, die Elefanten können erstmal da stehen bleiben. Also ich will ja versuchen, immer alles in Live zu machen. Ah, okay, der macht das gar nicht. Okay, interessant. Unser General wird angegriffen. Ah, du bitte. Okay, bitte schnell. Okay, bitte mit Trampeln rein. Aber ihr dahin, ihr schießt mal dagegen. Dahin. Ihr geht hier rein. Ihr jumpt mal einfach hier hin. Ihr jumpt dahin. So. Okay. Okay. Das ist schon mal gut. Das ist schlecht. Rennen. So, ihr einfach mal durchreiten hier. Einfach mal durchreiten. Welche? Die da? Ja, die tarentinische Kavallerie ist natürlich nicht so stark wie seine. So. Aber das sieht ganz gut aus. Elefanten rumoren hier ein bisschen rum. So, du kümmerst dich darum.
Du kümmerst dich darum. Du kümmerst dich darum. Ja, komm mal hier zur Hilfe. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, okay. Es war natürlich praktisch für mich, dass hier die Grenze schon war. Weil dadurch konnten die natürlich nicht weiter fliehen und ich konnte die einkesseln. Okay. Knapper Sieg fand ich eigentlich gar nicht. Also klar, ich habe ein Drittel verloren. Ja, ich habe 331 verloren und der 2091, also ja. Aber die Elefanten sind natürlich gegen Infanterie extrem gut. Okay, zwei Thrakische habe ich verloren, das ist gut. Okay, sehr schön, das habe ich eingenommen. Genau, mit der Rekrutierung. Ich brauche schnelle Kavallerie, also ja, also Elefanten sind natürlich sehr hart im Leben, sag ich mal, aber ich brauche leichte Kavallerie. Mähbogenschützen vielleicht zu 4. Die halten, glaube ich, ein bisschen mehr aus, warte mal. Gesundheit, wo steht das, da, 80, 85, Grundmoral, sind die Thraker besser, Waffenschaden, Sturmangriff, Nahkampfabwehr, sind die Thraker auch besser, Reichweite sind natürlich die Bogenschützen besser, Schaden auch. Ja, also die Thraker sind natürlich auch ein bisschen besser, wenn es dann darum geht, dass sie wenn sie keine Munition mehr haben, also dass sie dann auch mit anstürmen können und so weiter. Das können die Bogenschützen natürlich nicht so gut. Also die kann man hier Bogenschützen. Ich will mal schauen. Oh, das ist gerade ganz gut. Nebel ist ganz gut. Nebel ist gut, weil dann kann er meine Elefanten nicht so gut treffen. Die Elefanten kommen natürlich wieder in die Mitte. Die Kavallerie kommt hierher. Die Kamele kommen hierhin. Okay. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So. Okay, hier versuche ich mal schnell zu sein. Hier sind natürlich Pikiniere. Oder sonst Pikiniere. Ja, wahrscheinlich da, ja. Leinenpanzer. Oh, Leinenpanzer sind heftig. Leinenpanzer sind gut. Die Elefanten bleiben erstmal zurück. Zuerst die da. Die bleiben dann hier. Okay, so, hier bitte zweimal Raute. Machen wir dreimal Raute. Und Angriff. Ihr bitte ballert die mal weg.
Und wieder raus. Versuchst du mal dran vorbeizugehen? Du gehst auch mal dran vorbei. So reicht, wenn du es versuchst. Versuche erstmal hier das zu brechen. Sehr schön. Okay, dann kann ich den hier angreifen. Okay, der ist jetzt schon mal ein bisschen nach hinten durch. Okay, das ist gut. Warum? Oh. Das sind ja Speerwerfer. Gut. Dann bitte nochmal zurück. Ja, und jetzt kommt da natürlich die... sind natürlich jetzt mega schade. Ist natürlich jetzt schlecht. Okay, noch die Pikiniere weg. Ich glaube, ich hole mal die Elefanten. Ich glaube, die Kavallerie kommt nicht gegen die... die Leinpanzer, Schwertkämpfer. Die kommen mit der, glaube ich, nicht klar. So, Brennerschuss bitte auf die. So, bitte hier rein. War hier nicht. Ah, das sind da auch Pikiniere. Gut, bitte weg. Unser General wird angegriffen. Ja, ja, das ist in Ordnung. Also ja, später wird es sehr, sehr interessant. Willst du mal? Nee, der will nicht. Später wird es sehr interessant, sobald ich gegen irgendwelche Fraktionen kämpfe, die sehr, ja, gute Moral haben und auch... Also ich denke gerade natürlich an Sparta oder so. Also Rom natürlich auch. Also Rom ist auch sehr knifflig. Die Schlacht wendet sich. Aber vor allen Dingen Sparta. Vor allen Dingen Sparta. So, ihr kommt mal jetzt hier rein. So,
sind fertig. Okay, jetzt gehe ich mal hier rein. Ist der Weg gut? Damit hier. So, die sind auch fertig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, ihr bitte wieder raus. Und einmal chargen. Okay, und wieder raus. Und die da, gut. So, das war's jetzt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, General, bitte töten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Gut, die Rauten jetzt natürlich. Die Rauten. Naja, auf jeden Fall, ja, klar, der General hat jetzt in Anführungsstrichen überlebt. Der ist gestorben natürlich, aber wir bekommen die Erfahrung nicht für seinen Tod. So, das ist sehr ärgerlich. Okay, aber wir haben alles erobert. Jetzt wird der natürlich Jerusalem erobern. Was ein bisschen ärgerlich ist. Genau, hier. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Ich weiß halt gerade nicht, was für mich mehr Sinn macht. Also, ich brauche auf jeden Fall Fernkampfkavallerie. Also vor allen Dingen, weil ich jetzt... vorwiegend gegen die östlichen Fraktionen kämpfe. Und die haben alle sehr leichte Kavallerie und auch sehr... sehr viele Plänkler, also sehr viele Fernkampfkabel. Ja, sehen wir hier gerade. Entschuldigung, übrigens wegen den Vögeln. Die sind gerade extrem laut. Ich habe mein Fenster zu. Aber es könnte sein, dass man es trotzdem noch hört. Okay. Ich glaube, ich gehe trotzdem auf Tarantinische. Ich glaube. Weil, das ist schwer. Weil, also was ich sagen wollte, wenn die Munition alle ist, dann sind die Thrakischen auf jeden Fall sehr viel stärker. Weil die eben noch Speer und ein Schild haben und so. Die Kamelbogenschützen dagegen können
sehr gute Pfeile schießen. Also die können die Moral sehr viel schneller brechen. Also mit den Signalpfeilen zum Beispiel. Ich probier's mal. Ich probier's mal mit den Bogenschützen. Und ja, Steuersatz, ja, momentan ist Steuersatz am wichtigsten. Weil ich habe noch Nahrung und öffentliche Ordnung ist gerade im Arsch, aber Eroberung. Minus 40. Also wenn das weg ist, dann habe ich noch plus 15. Das ist in Ordnung. Okay. Gut. Panthers will jetzt auch Action. Ja, das war klar. Aber das spiele ich, weil ich habe hier drei Pikiniere. Ich habe drei Pikiniere. Also die Garnison ist gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen für dieses Dorf. Ist es gar nicht so doof. Die Frage ist ja nur, wo seine Verstärkung herkommt. Oder stelle ich mich hier auf? Oder stelle ich mich hier auf? Schwierig, also ich könnte mich hier aufstellen. In der Hoffnung, dass er nicht hier rumgeht. Und in der Hoffnung, dass er mich hier angreift. Die Frage ist nur, wenn er hier das da erobert hat, dann muss ich angreifen. Und wenn ich hier stehe, wenn ich hier und hier stehe, und der sich hier aufstellt, dann geht es eigentlich meistens hier weiter. Wenn ich mich hier hinstelle, dann bleibt er oft mal hier stehen. Die Alternative ist, dass ich mich hier hinstelle. Dann kann er halt hier hin. Oder ich stelle mich komplett offensiv hin. Und zwar so. Weil diesen Weg. Das habe ich eigentlich noch nie gesehen, dass er den nimmt. Vor allen Dingen, wenn die Verstärkung von da kommt. Kann nämlich sein. Also so ist es eigentlich oft. Entweder da oder hier. Schwierig, schwierig. An sich die sicherste Variante wäre, glaube ich, hier. Ich könnte auch. Ups. Komm. Okay, mach den doch aus. Danke. Ich könnte auch hier hingehen. Ich meine, ich habe ja jetzt schon den Luxus mit drei Pikiniereinheiten. Nee, die Steinschleuderer gehen dahin. Die gehen dahin. Die gehen. Komm. Die gehen dahin. Ich mag das eigentlich ja nicht ganz so, dass die. Dass die hier hingehen. Aber. Aber ich will die. Ich will, dass die Fernkämpfer auf sich ziehen.
Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, von da kommen die. Okay. Dann schauen wir mal. Wir verlieren Boden. Oh nein! Wo ist der Boden hin? Unser General wird angegriffen. Ah, das ist... Das ist blöd, dass er trotzdem den General fokussiert. Bringt es ja gar nichts. Okay, jetzt normal bitte. Okay, jetzt hier die Bogenschützen. Gut. Jetzt mal defensiv, dann ja. Dann halten die ein bisschen länger. Ich bin mal gespannt, ob ich viel Friendly Fire habe. Aber ich denke nicht. Gut. Die wanken. Aber die stecken schon ziemlich ein, ne? Müssen schon ziemlich einstecken. Aber die da sind gerade echt Gold wert. Alter, und die da halten ja auch sau viel aus. Krass. Problem. Die Stammeskrieger. Oh. Die Stammeskrieger sind heftig. Die Stammeskrieger. Also die Stammeskrieger sind Speerwerfer, die extrem viel Schaden machen. Oh, der kann schnell. Ja, gleich jetzt könnt ihr selber. Okay, nur 2. 4. Die Männer wanken. Okay, da das dürfen die. Ah, das ist gerade doof. Das ist gerade. Hier sind überall die Kamelbogenschützen. Und hier sind. Ah, da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, jetzt bin ich gespannt. Die machen uns extrem schlau. Die greifen nicht den an frontal, sondern greifen den General an. Oti. Aber es sieht trotzdem noch ziemlich gut aus. Es sieht trotzdem gut aus. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist jetzt schlecht. Also, wenn die noch viel Munition haben. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wenn die noch viel Munition haben, dann kann ich nicht mehr gewinnen.
Ich versuche mal hier zu drücken. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Einfach damit ich hier vielleicht zu den Stammeskriegern vor. So, hinkomme. Okay, jetzt kommen die vor. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Wow. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir erwarten eure Befehle. Pikeniere erwarten eure Befehle. Das ist jetzt schlecht. Okay. Ja, der hatte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Der hatte zu viele Fernkämpfer. Ja, der hatte leider zu viele Fernkämpfer. Wenn er nur die Kamele gehabt hätte, wäre es in Ordnung gewesen. Aber noch mit den Stammeskriegern. Uiuiui. Also die Stammeskrieger sind immer sehr. Das ist so die Einheit, die sehr gut gegen solche Pikiniereinheiten sind. Nach 44, 9. Ich habe gar nicht angeschaut, wie viel der. Ja, schau mal hier, 229. Ja, gut. Jerusalem ist gefallen. Gut. Land für den Feind offen. Jetzt mecker doch nicht rum. Eieieiei. So, wie lange nehmen wir denn? Oh, schon 37 Minuten. Oh je. Gut, dann bedanke ich mich hier bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Bock auf den Livestream habt, kommt gerne da auch vorbei. Unter twitch.com/thorn-lp. Gut. Dann würde ich sagen, nächste Runde werden wir Jerusalem und Salamis erobern und dann ja, schauen wir mal, ob wir hier nochmal ein bisschen Druck ausüben können. Mit Pontos müssen wir auch schauen, am besten Scout hinschicken. Genau, aber ja, das machen wir dann alles nächstes Mal. Gut, bis dann, macht's gut, bye bye.